Moin Leute und herzlich willkommen wieder zum neuen Unlimited Money Glitch mit Bypass für die Next-Gen-Konsolen. Und ja Leute, ihr könnt euch Fahrzeuge mit diesem Glitch duplizieren. Das bedeutet, ihr könnt in wenigen Minuten, genauer gesagt zwischen 6 und 7 Minuten, eine knappe Million GTA-Dollars euch erglitschen. Und das wirklich sehr, sehr leicht, Leute. Es ist wirklich ein sehr leichter Money Glitch, wie man ihn schon selten gesehen hat. Aber ich würde mal sagen, fangen wir mal an. Was braucht ihr für diesen Glitch? Ihr braucht natürlich wieder einen Freund, der euch bei diesem Glitch unterstützt. Und ihr braucht beide denselben Bunker, Leute. Das ist sehr, sehr wichtig. Ihr braucht beide denselben Bunker und ihr braucht beide auch einen MOC. Und zwar natürlich, wenn ihr glitchen wollt und euch duplizieren wollt, braucht ihr im dritten Abteil eures MOCs ein Lager für persönliche Fahrzeuge. Ihr braucht ein Fahrzeug, was ihr für diesen Glitch benutzen könnt bzw. wegschmeißen könnt. Mein Tipp, nehmt den normalen LG. Er kostet im Internet 0 Dollar. Das bedeutet, ihr habt auf jeden Fall keinen Verlust. Und natürlich braucht ihr ein Fahrzeug, was ihr euch duplizieren wollt. Mein Tipp, nehmt den LG Retro Custom. Der bringt wirklich eine knappe Million Dollar. Ihr könnt natürlich auch eure Supersportwagen verkaufen. Aber Leute, ihr müsst jetzt wissen, ihr könnt die Supersportwagen zwar duplizieren, aber nicht das Duplikat verkaufen. Aber ihr könnt es ja so machen, Leute, ihr dupliziert eure krassesten Autos, krassesten Supersportwagen, die mega viel kosten, und ihr behaltet das Duplikat, aber verkauft das Original. So könnt ihr es auch machen, so könnt ihr richtig, richtig, richtig Cash machen, Leute. Sogar mehr als mit dem eigentlichen Money Glitch. Aber weil dieser Glitch so krass ist, würde ich euch jetzt schon mal zu bitten, ein Like fürs Video da zu lassen. Und für die Leute, die mich noch überhaupt gar nicht kennen, können mich natürlich auch kostenlos abonnieren, damit sie keine krassen Glitches wie diese hier verpassen. Aber bevor wir jetzt mit dem Glitch anfangen, noch eine kleine Info nebenbei. Ich habe ja noch ein Unlock All Service, Leute. Wer alles noch ein Unlock All für seinen PC-GTA-Account braucht, sollte man auf jeden Fall diese Unlock All Seite mal richtig abchecken und schaut, was es da zu holen gibt. Denn Leute, diese Unlock-Alls sind wirklich mega krass und vergesst natürlich nicht, bei der Bestellung anzugeben, dass ihr von mir kommt. Da wissen sie sofort, ihr seid Baba-Abonnenten, ihr seid richtige Wombies. Wäre auf jeden Fall sehr korrekt von euch. Link ist natürlich in der Videobeschreibung. Aber wie ich würde mal sagen, fangen wir mal an. Als erstes seid ihr natürlich mit eurem Freund in einer geschlossenen Freundessitzung. Seid ihr mit eurem Freund in einer Freundessitzung und vor eurem Bunker, geht ihr beide in euren persönlichen Bunker rein. Das bedeutet, ihr geht in euren und euer Freund geht in seinen Bunker rein. Seid ihr beide angekommen, kann euer Freund sich schon mal als MC registrieren oder als VIP. Auf jeden Fall so eine Organisation, das ist sehr, sehr wichtig. Aber in meinem Fall habe ich das mit MC gemacht. Ihr seht auch jetzt oben rechts die andere Ansicht vom Freund. Als erstes geht ihr dann jetzt in euren MOC hinten rein, wo euer ungetunter LG steht. Also der für diesen Glitch verloren geht. Seid ihr drinnen, zeige ich euch jetzt nochmal kurz das Nummernschild. Hier, das Nummernschild fängt mit der Zahl namens 61 an. Das können wir jetzt schon mal in Hinterkopf merken, damit wir gleich wissen, ob sich unser Fahrzeug auch wirklich dupliziert hat. Aber wir steigen jetzt einfach mal wieder hinaus, denn wir kommen jetzt mal zum richtigen Glitch. Euer Freund schickt euch jetzt eine Einladung zu seiner Organisation. Jetzt kommt ein kleines bisschen aufs Timing, aber Leute, dieses Timing ist nicht schwierig. Also jetzt keine, oh mein Gott, Timing-Sache, nein, voll scheiße, nein. Das kriegt ihr auf jeden Fall hin, denn ihr müsst jetzt einfach seine Einladung zur Organisation annehmen. Und sobald bei euch der Bildschirm schwarz wird, muss euer Freund die Organisation auflösen. Das bedeutet komplett schließen. Deswegen ist es ein bisschen Timing-Sache. Euer Freund kann ja auch schon mal runterscrollen, mit der nur noch X drücken muss, um es aufzulösen. Auf jeden Fall habt ihr eigentlich generell genug Zeit für sowas. Na gut, wenn jetzt wirklich alles funktioniert hat, dann müsstet ihr in den Bunker von eurem Freund spawnen. Und ihr seid schon richtig, richtig verbuggt. Was macht ihr denn jetzt als nächstes? Als nächstes geht ihr jetzt zum Mechaniker und drückt die rechte Pfeiltaste. Wenn das bei euch funktioniert, seid ihr auf jeden Fall in einem verbuggten Modus. Das ist schon mal ein gutes Zeichen, Leute. Jetzt kommt euer Freund ins Spiel. Euer Freund geht jetzt in seinen MOC hinein und zieht euch mit rein. Das bedeutet, er geht nicht alleine rein. Nein, Leute, er nimmt seine Freunde und Crewmitglieder mit rein. So ungefähr steht es ja da. Sobald er das gemacht hat, habt ihr einen richtig verbuggten Bunker vor euch, Ansicht, wie auch immer. Auf jeden Fall, der MOC ist weg, der Typ ist weg und ihr seid alleine im Bunker. Wenn das passiert ist, geht euer Freund aus dem MOC wieder hinaus.
ist euer Freund wieder aus dem MOC hinaus, steigt da vorne beim MOC ein und fahrt damit nach draußen. Ist euer Freund damit dann rausgefahren, es ist sein letzter Job jetzt nur noch die Optionstaste zu drücken, auf Online zu gehen und in den Editor zu gehen. Und sobald er in den Editor angekommen ist, ist er vom Glitch befreit. Das bedeutet, ihr braucht seine Hilfe nicht mehr, um ein Fahrzeug zu duplizieren. Denn jetzt könnt ihr auch alles alleine machen ab jetzt. Denn ihr begeht jetzt einfach Selbstmord, sobald er die Sitzung verlassen hat und in den Editor angekommen ist. Wenn alles funktioniert hat, müsstet ihr am Hafen spawnen. Seid ihr am Hafen gespawnt, bestellt jetzt über Mechaniker das Fahrzeug, was ihr euch duplizieren wollt. Mein Tipp, nehmt den LG Retro Custom, der bringt beim Verkaufen eine knappe Million Dollar. Habt ihr das Fahrzeug bestellt, steigt ihr ein und fahrt auf jeden Fall so, dass ihr die Container, die ja da auf diesem Platz stehen, nicht ansieht, sondern genau in die gegengesetzte Richtung. Denn Leute, jetzt bestellen wir unseren eigenen MOC zu uns. Das hat den Zweck, dass der MOC in unserer Nähe spawnt und nicht 10.000 Kilometer weit von uns weg, sondern direkt hinter uns. Ist er gespawnt, können wir uns umdrehen und zu den MOC hinfahren. Sind wir beim MOC angekommen, fahren wir hinten rein und drücken die rechte Pfeiltaste. Wir werden eine Meldung bekommen, dass generell der MOC voll ist, ob wir das Fahrzeug ersetzen möchten. Wir bestätigen die Meldung mit Ja. Das bedeutet einfach nur, wir kicken den normalen, ungetunten LG aus den MOC hinaus. Aber wir werden jetzt einen komplett verbuggten Einfahranimation haben und generell bleiben wir auch verbuggt, nämlich in diesem Modus hier gerade. Wenn ihr diesen Modus habt, drückt ihr einfach die Optionstaste, geht auf Online, geht auf Jobs spielen, geht von Rockstar erstellt, geht auf Missionen und geht dann einen Job für einen Titan. Seid ihr dann im Jobmenü angekommen, geht einfach sofort wieder hinaus. Seid ihr dann draußen mit eurem getunten Fahrzeug, was ihr euch duplizieren wollt, gespawnt, fahrt jetzt in euren Bunker hinein. Eine kleine Nebeninfo, Leute, das Fahrzeug ist jetzt schon das Duplikat, aber es ist noch keine Safe-Kopie. Das bedeutet, würdet ihr jetzt GTA schließen oder sonst irgendwas, ist das Fahrzeug weg. Also euer Duplikat ist dann weg. Deswegen müssen wir es noch zu einer Safe-Kopie verwandeln. Deswegen fahren wir jetzt in unseren Bunker hinein. In meinem Fall muss ich mein MOC wieder ins Lager zurückbestellen. Sehr wahrscheinlich müsst ihr das auch tun, da er noch draußen steht. Deswegen bestellt euren MOC dann auch zurück ins Lager. Denn wir müssen jetzt wieder in unseren MOC hineinfahren, aber im Bunker. Sehr wichtig, Leute. Ist euer MOC dann im Bunker gespawnt, fahrt hier rein. Seid ihr dann im MOC angekommen, steigt ihr wieder ein und fahrt nach draußen. Und ab diesem Moment, wo ihr dann wieder draußen seid, ist es eine Safe-Kopie. Das bedeutet, das Fahrzeug nimmt euch Rockstar nicht mehr weg. Ihr könntet GTA schließen und das Fahrzeug würde bleiben. Und solange, wie ihr es halt haben wollt. Aber in meinem Fall, Leute, werde ich das Fahrzeug jetzt einfach sofort verkaufen, damit ihr seht, wie viel das Fahrzeug überhaupt wert ist. In meinem Fall, wie gesagt, bringt das Fahrzeug eine knappe Million Dollar. Ich glaube, genauer gesagt waren das 965.000 Dollar. Aber das, Leute, ist schon eine richtig fette Stange Geld. Und weil das extrem viel Geld ist in extrem kurzer Zeit, würde ich euch jetzt schon wieder bitten, ein Like fürs Video da zu lassen. Und für die Leute, die mich noch überhaupt gar nicht kennen, könnt ihr mich natürlich auch kostenlos abonnieren, damit sie keine krassen Videos wie dieses hier verpassen. Und natürlich, Leute, vergesst nicht, mein Unlock All Service abzuchecken. Sehr wichtig, denn es sind noch krasse PC Unlock Alls noch verfügbar. Also wer sich schon überlegt hat, soll ich mir jetzt ein Unlock All für GTA kaufen auf den PC? Die Antwort ist ganz klar, Leute, ja, tut es. Die Unlock Alls sind einfach der Hammer. Könnt ihr selbst entscheiden, ob ihr euch diese Unlock Alls holen wollt, aber mein Tipp, Leute, holt sie euch, diesen einfach krass. Und als Special, weil wir generell 4K sind, veranstalte ich ein FAQ-Video. Das bedeutet, für die Leute, die jetzt hier noch zum Ende da geblieben sind, können mir gerne Fragen stellen. Fragen, die ich natürlich im Video dann beantworten werde. Aber ich werde natürlich noch generell ein Informationsvideo dazu noch raushauen. Also Leute, seid gespannt und vor allen Dingen, wenn ihr schon jetzt Fragen habt und mir jetzt schon schreiben wollt, schreibt mir eine E-Mail. Die E-Mail ist natürlich auch in der Videobeschreibung verlinkt, also denkt euch was aus und mit etwas Glück wird sogar eure Frage im Video angenommen und beantwortet. Aber ich bin jetzt mal raus, Leute.
euer Wombat. Ciao.